Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Braun. Moin, moin nach Much. Ja, guten Morgen, lieber Hallo. Nach Hamburg. Jawohl, da sind wir wieder verbunden. Das freut Dummel, mich immer, Dummel. Sie zu sehen. Ja, Mors, Mors, sagt man ja, ja sagt man ja, ne? Ja. So, wie geht's Ihnen? Gut, Sonne scheint, kalt ist noch, aber alles wird. Genießen Sie die neue Freiheit schon? Sind Sie jetzt auch unterwegs und belagern die Restaurants? Wir haben es noch nicht geschafft bisher. Es ist uns noch etwas unheimlich. Der Außenbereich bei unserem Italiener war noch nicht freigegeben. Das wird nächste Woche der Fall sein. Dann hat der Verordnungsamt seine Genehmigung. Und dann wollen wir auch dann draußen auf jeden Fall sitzen. Drin ist uns das noch zu heikel im Moment. Hier in Hamburg gab es eine absurde Situation. Ich hab morgens Brötchen geholt und auf dem Hinweg habe ich im Radio gehört, einen Gastronomen, der gesagt hat, gestern haben wir Bescheid bekommen, dass wir heute öffnen dürfen. Was ich schon irre finde. So, okay, der hat das dann gemacht. Und dann bin ich zum Bäcker rein und bin nochmal hingewiesen worden, dass ich da bitte meinen Mundschutz tragen soll, den ich noch am Finger hängen hatte. Dann habe ich den umgebunden. Stand, habe die Brötchen bestellt und rechts neben mir stand jemand, der natürlich das Frühstücksding benutzt hat und den Mundschutz abhatte, weil er musste ja frühstücken im Bäcker. Also das war einen Meter von mir entfernt, weil er ohne Mundschutz und ich muss den tragen. Ich finde, momentan ist das schon absurd eigentlich, was alles passiert, oder? Ja, Mundschutz mit Reißverschluss nehmen und den Reißverschluss dann auch machen. Oder zwei Löcher, einen für den Strohhalm, einen für die Zigarette danach. Ja, oder? Man weiß es nicht. Also gut, soll nicht unser Problem sein. Wir hoffen, dass die Räder wieder rollen. Was sagen Sie eigentlich, das haben wir jetzt gar nicht, was sagen Sie eigentlich zu Sebastian Vettel? Der letzte Deutsche eigentlich, der die Formel 1 jetzt verlässt. Ah, das ist noch nicht zu Ende. Da wäre ich mal noch ein bisschen auf Abwarten gepolt. Ich glaube, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Er hört auf oder er nimmt nochmal Platz in einem Spitzenteam. Das wäre dann Mercedes. Aber Gott, ich meine, auf der anderen Seite hat Kinder, hat Familie, hat sein Geld verdient. Boah, nicht das Schlechteste davon ab. Aber warten wir es mal ab. Was soll ich dazu sagen? Zu weit weg. Wenn er aufhört, ist es ja nicht mehr weit, bis er auch ein Gast für die alte Schule wird. Zeit hätte er dann ja. So. Heute reden wir über etwas, was er eigentlich in seiner aktiven Karriere nicht erlebt hat. Nämlich er hat beim Nürburgring nur das neue Fahrerlager erlebt, aber Sie haben das alte Fahrerlager erlebt, oder? Richtig, aber ich habe noch zwei Nachträge. Oh, natürlich. Das haben wir fast vergessen. In unseren Sendungen, die wir vorher aufgenommen haben, zuerst in aller Kürze 50 Jahre Porsche Feier in Stuttgart. Da habe ich gesagt, 1989 sei dieser Anruf gekommen. Der kam aber 1998. Das war ein Zahlendreher in meinem Hirn, den ich hiermit wieder richtig stellen möchte. Wer aber genau hingehört hat, hat es gehört. Und wer nicht genau hingehört hat, hat sowieso nicht gemerkt. Und das jetzt war auch noch mal nachfragen. Herr Braun hat vorhin befürchtet, dass das zu langatmig geworden ist. Wenn ihr das auch so seht, schreibt es bitte drunter. Ich glaube aber nicht. Ja gut, das ist eine Abteilung hinten zum Schluss mit mir und der Brettschau. Nein, das ist tolles Feedback. Zweite Geschichte, Nachtrag zu Domingos Piedade. Da haben wir eine ganz wichtige Kurzgeschichte vergessen und die unterstreicht eigentlich seine unglaubliche Hilfsbereitschaft, die er ja gar nicht hätte haben müssen, als Mann mit einem solchen Status und mit solcher Kundschaft in der Formel 1, immer unterwegs, immer in Eile, immer in Hurry. 1972 hat er mich gefragt am Jahresbeginn, was machst du dieses Jahr eigentlich? Ich möchte gern Super-V fahren, ich habe auch schon einen Platz, aber mir fehlt noch ein Sponsor und sonst wird das nichts. Und dann sagt er, weißt du was, nächste Woche fahren wir beide zu Texaco in das Hauptquartier nach Brüssel zum großen John Gosens, das war der Europachef von zum Texaco, Chef. Leider inzwischen auch gestorben, vor 1, 2, 3 Jahren. Und der hatte auch damals schon an den Nürburgring den Fittipaldi geschafft, mit Texaco-Geld im Ford Capri RS, gemeinsam mit Jackie Stewart. Wie der die beiden unter einen Hut gebracht hat, ist mir heute noch völlig unklar, weil der Stewart war 11 Partner und der Fittipaldi Texaco. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind mit meinem Capri RS über Aachen, über die A4 gebrettert, nach Brüssel ins Hauptquartier. Beim Eingang unten hat Domingos zu mir gesagt, du hältst das Maul, du sagst kein Wort, ich rede. So, dann hat er für mich da vorgetragen, was ich gern machen würde und welches Team und überhaupt und wie viel Rennen und was das kosten soll. Und wir sind aus dem Hauptquartier rausgegangen und ich hatte mein Sponsorship. Das nur nebenbei. Wahnsinn. Und dann zurückgefahren, er sagt, so Jung, jetzt zahlst du aber wenigstens das Abendessen. Das war dann alles und damit war der Fall geklärt. Es ging nur um eine Summe von 50.000 Mark. Das war nicht viel. Aber immerhin. Ich meine, es war auch Geld und es musste erstmal beschafft werden. Um diese Zeit war das alles nicht so einfach. Ja. Aber mein Domingos hat es geregelt. Das wollte ich nur noch nachtragen zu seiner Geschichte.
Eine Sache noch aus aktuellem Anlass: Haben Sie schon den Podcast mit Retti gehört? Sie schreiben in Ihrem Buch ja auch was über ihn. Ja, ich habe die ersten 20 Minuten schon beim Frühstück gehört heute Morgen und muss sagen, es ist höchst unterhaltsam. Ich werde mir die restliche Stunde oder wie viel das noch sind, ich glaube 1,40 ist der Beitrag, werde ich mir in aller Ruhe irgendwann liegend in der Sonne mit Kopfhörer und allem drum und dran. So soll das sein. Und das genießen einfach, denn diesen Mann muss man einfach hören. Diese Geschichte muss man genießen, kennen und einfach, das ist eine andere Welt, die der Mann zu vermitteln hat. Das ist Nürburgring pur, Retterrad pur und eine wunderbare Zeit, die er schildert da. Das ist für mich auch. Ja, Nürburgring pur und ein ewiges Auf und Ab, und ich hoffe, dass es der Gegend da auch wieder gut geht nach der Krise und dass das viele überleben. Gratuliere zu diesem Podcast mit ihm, das war ein Glücksgriff. Danke, danke. Ja, das ist angeregt durch Sie und durch den Bericht in Ihrem Buch. Übrigens. So, jetzt wo wir schon am Nürburgring sind, bleiben wir direkt am Nürburgring, oder? Ja. Altes Fahrerlager. Wir nehmen das Thema altes Fahrerlager mal vor, weil da gibt es so viel zu erzählen und so nette Geschichten, dass viele der Spätgeborenen das überhaupt gar nicht wissen, wo sie sich da aufhalten. Das ist ja, heute nennt man das ja ein neues Fahrerlager oberhalb, riesengroß. Und das alte Fahrerlager wird meistens nur für Historik genutzt und ähnliche Dinge oder mal eine Ausstellung oder was auch immer. Dieses alte Fahrerlager hat eigentlich den Nürburgring früher ausgemacht, denn es war der Treffpunkt überhaupt. Es gab nichts anderes. Es gab ja nur das alte Fahrerlager, den Tunnel hoch zu Start und Ziel und Feierabend. Links das Sporthotel und rechts Rennstrecke. Nichts sonst. Also wenn Sie jemanden treffen wollten, war das entweder im Fahrerlager oder im Startzielhaus, da mussten sie zum Sportkommissar. Das waren die zwei einzigen Wege, die sie da haben zurücklegen können. Ich habe da mal ein paar Bilder vorbereitet, damit sie diese unglaubliche Enge, da ist alles zusammengepfercht in einem Gefiert, was nur Wahnsinn. Geht. Und so tolle Namen. Aber Autos, das ist ein Bild aus den 60er Jahren. Enger am engsten, kann ich nur sagen. Und das Wichtigste war ja, jeder wollte ja sein Privatauto da drin abstellen, was natürlich nicht ging. Du hattest ja die Transporter, du hattest die Rennautos und hinten links im Bild, ganz am, wo die hohen Tannen da ganz links am Bildrand sind, da nicht mehr zu sehen, war die Durchfahrt, eine sehr enge Durchfahrt ins Industrielager. Das hat sich nämlich angeschlossen. Da standen die Renndienste. Also Bildstein, Dunlop und was weiß ich nicht noch alles. Das Dunlop kam aber später erst dahin. Dunlop hatte, das kommen wir gleich noch dazu, im Fahrerlager, wenn man reinkam, rechts um die Ecke in diesem finsteren Loch da hinten hatten die ihren Renndienst. Das werden wir nachher noch sehen. Ja. Auf jeden Fall, in diesem Fahrerlager hast du also dein Privatauto, wenn du Glück hattest, abstellen können. Dann musstest du aber den Wärter bestechen, vorne am Eingang, dem einen Zehner geben. Dann hat er dich durchgelassen und du musstest ihn gut kennen. Das waren ja alles Eifelaner, die da gestanden haben. Ja, na klar. Die heute, die kannst du dann immer bestechen. Geht ja immer. So, und dann hast du dem einen Zehner in die Hand gedrückt und dann bist du da reingefahren. Und dann hast du dir ein Plätzchen gesucht. Und dann hat dieses Auto 3 Tage da drin gestanden, bist nie mehr rausgekommen. Eigentlich ist es wie heute, oder? Versucht man es auch immer noch. Nicht so schlimm, aber es war halt alles zugebaut. Es ging nichts mehr vor und nichts mehr zurück. Die Formelautos haben alle in den Garagen gestanden, in diesen Wellblechbuden da, ja, die ja noch heute unter Denkmalschutz stehen, haben sie nur das Dach erneuert oben drüber. Und geschlossene Autos standen wild durcheinander. Und dann kam der Aufruf, also Rennen Nummer 2, bitte fertig machen vom Tunnel. Und dann ging das los. Wie kriegen wir jetzt die Autos alle dahin? Und ein Gerücke und ein Geziehe und ein Geschrei und hier ein Gepfeife. Und wo ist der Besitzer von dem Auto und von jenem? Und der muss Platz machen. Ihr könnt euch das überhaupt nicht vorstellen, was sich da abgespielt hat. Ja, ja. So, dieses Bild möge einfach mal einen Überblick geben über diese unglaubliche Enge. Und es ist immer gut gegangen irgendwie. So, irgendwie dann schon, ein weiteres Bild mit dem Innes Island im Vordergrund. Da können wir nochmal auch die Enge sehen und die Autos, die da kreuz und quer stehen. Das Ganze war immer umrahmt von hohen Tannen. Ich glaube, heute ist ein Teil gefällt inzwischen. Die sind nicht mehr alle da. Damals war das wirklich dieses Geviert in 3 Abschnitten bis auf die Seite zur Rennstrecke komplett mit Tannen umgeben. Ne? Das sah also schon sehr idyllisch aus, aber da drin war es halt sehr unlustig insgesamt. Ja. Und für mich beeindruckend war diese düstere Ecke. Wenn man reinkam durch den Eingang, Haupteingang, der ja noch heute der gleiche ist,
rechts sofort abgebogen ist und dann praktisch auf die Garagenfront zugegangen ist, die sich da dann eröffnet hat. Da gab es eine Ecke, das war wie so eine Geisterhöhle. In dieser Höhle, in dieser Ecke, wo praktisch zwei Frontlinien von Garagen aufeinander trafen, hat Dunlop residiert mit dem Renndienst. Da gibt es ein wunderbares Bild, das muss ich mir jetzt auch noch mal etwas größer hier angucken. Da gibt es ein wunderbares Foto. Jawohl. Das ist ein Glücksschuss, den wer immer ihn arrangiert hat, fast alle Formel-1-Piloten, die damals für Dunlop fuhren, auf ein Foto gebracht hat. Das wissen ja die wenigsten. Und ich glaube, wir hatten es auch mal in unserem Dunlop-Beitrag angesprochen, dass Dunlop ja mal in den 60er Jahren fast allein Ausrüster in der Formel 1 war. Mhm. Konkurrent war Goodyear, Firestone, aber Dunlop hatte die meisten. Kurzzeitig zumindest. Jetzt stellt euch das mal vor, diese Höhle, dieses Spannband da oben und darunter dieses hochkarätige Versammlung. Ja. Also was ich erkenne von links nach rechts, ist ganz links Jim Clark. Daneben rauchen Jack Brabham. Dann sehe ich Innes Ireland, Stirling Moss, der mit dem Hut ist übrigens der Dr. Benno Müller. Das ist ein Porträtfotograf gewesen, der hat die besten Porträts gemacht, die man sich vorstellen konnte. Und der ist auch auf Dunlop gefahren zu seinem Fotoshooting. Auf Dunlop gefahren. Ich glaube, der hat sich einfach nur damit reingestellt, weil er mit allem und du war. Der kam aus der Nähe von Freiburg, ein wahnsinnig lieber Mensch. Okay. Dann sehe ich den Graham Hill. Ja. Ich sehe den Huschke von Hand. Huschke gibt es noch einen Kopf mit weißen Haaren. Das war der damalige Dunlop-Renndienstleiter Stumme. Der mit der Brille. Ja, der mit der Brille. Nachfolger von ihm wurde dann der Gerhard Weber übrigens, den wir ja schon behandelt haben. Ja. Dann sehe ich da weiterhin den Joachim Bonnier mit dem Hütchen. Vorne mit dem Bart. Da müsste das Mike Hawthorn sein, wenn ich das... es müsste so sein. Dann Bruce McLaren. Hinter dem Bruce McLaren vermute ich den Fürsten von Metternich. Rechts vom Bruce McLaren sehe ich den Gurney. Und was dann noch kommt, sind Dunlop-Mechaniker und sonstige Menschen, die zu Dunlop gehören. Ganz rechts Enzo Ferrari ohne Brille. Nein, wahrscheinlich nicht. Ach was. Die Dunlop-Reifentechniker, die sind da auf der rechten Seite platziert vor einem Stapel Räder. Und ich finde, also das ist ein gigantisches Foto. Ein wirklich gigantisches Foto. Was das da ja heute nie mehr so hin und dann auch noch unter einem Markennamen. Alle vereint. Es ist unfassbar. Ja, das ist super. Also, das hat mich schwer fasziniert. Gell? Das gehört zum alten Fahrerlager übrigens genauso dazu wie dieses unglaubliche Bild, wo nun die Formel V Aufstellung genommen hat in Richtung Tunnel. Sie sehen hier ein Feld, das sich aufgestellt hat. Das war 1966. Ich glaube, da ist der Günther Huber irgendwo zu sehen. Links mit der 42. Das ist der Huber. Und hier kreuz und quer. Von der Seite kommt der Helmut Bross mit der 45. Die stehen überall herum und warten jetzt auf den Pfiff. Da gab es noch keine Ampel mit Rot und Grün da an dem Tunneleingang, sondern da stand einer, der hat gepfiffen, hat den Arm gehoben und das war der Moment, wo allen das Adrenalin durch den Körper geschossen ist. Denn dann hieß es, jetzt gibt es kein Zurück. Jetzt musst du durch dieses Tunnel, durch dieses Loch, durch dieses schwarze Loch durchfahren nach oben und du biegst sofort ab auf den Startplatz. Du bist ja nicht dann an die Box gefahren und hast in aller Ruhe eingeräumt, noch ein Fläschchen Cola getrunken oder was weiß ich, oder Zigaretten geraucht. Nein, los ging's. Hey, du bist da oben abgefangen worden von Ordnern und sofort auf den Startplatz geleitet worden. Es gab kein Zurück mehr. Es konnte auch kein Mechaniker mehr da groß noch an den Autos rummachen. Das ging alles ratzfatz und da wurde das Rennen gestartet. So schnell hast du gar nicht geguckt. Und wenn du da warst, so, dazu gibt es natürlich noch ein viel schöneres Bild. Das dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Da habe ich doch hier ein Blick in dieses schwarze Loch. Ist das nicht unglaublich? Auch irre. Auch heutzutage übrigens noch, finde ich, wenn man da durchgeht, wenn man ins neue Fahrerlager geht und da kommen diese alten Autos da durchgefahren, ne? Was das für ein Lärm ist in dem Tunnel, wenn man das ist unglaublich. Lieber Herr Arndt, dieser Tunnel ist ja doppelt so breit inzwischen. Ja, inzwischen, das war ja damals eine Röhre. Wenn Sie da nicht aufgepasst haben, sind Sie an der Wand hängen geblieben beim Hochfahren. Da gab es weder einen Bürgersteig für Fußgänger. Das war eine ebene, kurze, schmale Straße von der Breite her. Und wenn Sie da zu früh eingelenkt haben, sind Sie in der Biegung mal erst an der Wand hängen geblieben. Was meinst du, was da für Spuren an der Wand waren? Und wie viele Hinterachsen ich da schon gesehen habe.
So, jetzt, gesehen oder fabriziert? Naja. Jetzt stehen da die zum Beispiel die GTs, die warten jetzt auf ihren Aufruf und ich habe da einen Pfeil eingebaut. Ja, da habe ich mich gefragt, was das wohl ist. Zu sagen, da war nämlich die berühmt-berüchtigte Waage. Diese Waage hat eine erhebliche Rolle damals gespielt, deshalb, weil diese Waage war zuständig für Wertungsausschlüsse. Aber es gab immer ein Riesengeschrei. Man hat gesagt, die Waage stimmt überhaupt nicht. Es war ja so, du kamst runter vom Rennen, du wurdest abgewinkt, bist nochmal gegen Kurs Notch in Richtung Nordkehre gefahren, wurdest dann durch den Zaun durchgeleitet, sofort wieder ins Tunnel. Und dann die ersten drei auf die Waage. Sofort. Da bist du praktisch den Weg wieder runtergekommen, der jetzt hier aufwärts steht. Und dann hatte ich einen Ordner auf die Waage gesetzt. Da musstest du aussteigen, es wurde nicht mit Fahrer gewogen. Und dann hat ein Wiegemeister da drin angefangen, mit seinen Gewichten darum zu hantieren und hat abgelesen und hat dann irgendeine Zahl da aufgeschrieben oder rausgerufen oder was weiß ich. Abgeschätzt. Untergewicht. Jetzt ging das los. Das kann nicht stimmen und bitte nochmal wiegen. Und dann haben die Mechaniker, Sie müssen sich das so vorstellen, die Leute, die jetzt da stehen in der Nähe der Waage, das könnten damals Mechaniker gewesen sein, die fingen dann an, mit den Füßen leicht am Rand ein bisschen zu wippen. So wie der Herr im Mantel ungefähr. Ja. Unauffällig nach vorne geschoben und haben gerade am Rande der Waage immer so ein bisschen gedrückt. Ja, was meinte man, war das Ding 10 Kilo schwerer. Ja? Das ging ganz schnell. Und am Ende, es war jedes Mal ein Riesenzoff um diese Waage, weil es kam immer drei Wiegungen, drei Gewichte. Das war unglaublich. Und dann hat man das irgendwann dann eingestellt und hat tatsächlich doch diese unglaubliche Investition getätigt und eine moderne Waage beim TÜV mal irgendwann bestellt, angefordert und dann gab es auch kein Pardon mehr. Aber diese Waage, die war geil. Das war unglaublich, gell, was sich auf diesem Ding abgespielt hat. Da haben sich Damen abgespielt, vor und auf und an dieser Waage. das war also der Blick in die Höhle. Wie gesagt, wenn da der Aufruf kam, dann ist das Herz ein bisschen in die Hose gefallen. Dann wusstest du jetzt mehr zurück. Du kannst nicht mal mehr aus der Kolonne ausscheren. Auch wenn du jetzt nicht mehr gewollt hättest, ja, dann hättest du also wohl starten müssen und hättest dann irgendwann raus müssen, weil du Angst gekriegt hättest zum Beispiel. Aber das war schon irgendwie eine komische Sache. Da hat sich schon im Körper was abgespielt, wenn du da hochgerufen worden bist. Diese Fahrt durch diesen dunklen Tunnel, da wusstest du, jetzt wird es ernst. Ja? Und da bist du schon nervös gewesen. Also das gebe ich unumwunden zu. Ich glaube, da hatte ich schon ordentlich Puls. Ne? Und ich glaub, ja, das denke ich. Ja. Das denke ich. Aber das ist so toll, wie Sie das beschreiben mit dieser dunklen Höhle, weil das ist nochmal grüne Hölle und dann dieses dunkle Loch, wo man durch muss. Das hat schon alles. Licht gekommen und alles war gut. Du hast Licht gesehen. Es war wie eine Erleuchtung. Du kommst aus diesem dunklen Ding da raus und fährst auf diesen hell erleuchteten, von der Sonne überfluteten Startplatz, siehst die Leute links vorm Sporthotel volle 10 Reihen besetzt. Ja, ein Geschrei, ein Getue. Dann geht es dir wieder gut. Aber da drin ist was deprimiert. Um ehrlich zu sein, war deprimierend. Die Durchfahrt war nicht schön. So, jetzt gucken wir uns mal an, was wir sonst noch so haben. Ich habe ja noch ein bisschen mehr mitgebracht. Hier zum Beispiel ein denkwürdiger Augenblick. Das war der große Preis von Deutschland 1972. Da hat doch tatsächlich die altehrwürdige ARD es fertiggebracht, ihre Sportschau am Samstagabend vom Nürburgring zu senden. Oh ja. Und zwar als Opener hat der damalige Moderator Günter Wölbert, den ich hier auf dem Bild erkenne, hat den Formel-Super-V-Sieger direkt abgegriffen. Das Rennen war gerade zu Ende und die Sportschau begann. Und das war der Opener. Der kam runter, da sind wir nämlich am Ausgang praktisch, jetzt von oben nach unten dieser Durchfahrt, dieses Schlauchs, den wir eben gesehen haben. Nur jetzt der Blick praktisch wieder im Fahrerlager am Anfang. Und er kam von oben runter. Das ist der Bror Jaglund aus Schweden. Der hat mit einem RPB, so hieß der Super-V damals, das Super-V-Rennen gewonnen. Wahnsinn, Wahnsinn. Und dahinter der Polizist, der versucht, die Menge im Zaun zu halten. Sehen Sie das? Die Leute haben natürlich sich zuhauf da geschart, die wollten ja alle ins Bild, nicht? Da waren die Nase immer vorne haben, wenn die Kamera da ist. Die haben sich heute vorne gedrängt. Und dann hat also Wölbert die Sportschau eröffnet mit dem Interview, mit dem Sieger. Dann wurde der weggekarrt und dann ging es ins Studio. Im Fahrerlager in einer Box war ein Studio eingerichtet, wo dann der Fritz Danko und der Günter Wölbert die Sendung gefahren haben. Und da gab es einen Riesenskandal anschließend.
Denn wenn wir genau hingucken, sehen wir, dass auf diesem Overall von Günter Wölbert nicht nur der Name Günter Wölbert steht. Ach so, natürlich. Da steht auch Goodyear drauf. Eine dezente Reifenwerbung. Sind die in die Arena gestiegen, alle beide, Fritz Danko und der Kollege Wölbert, und haben sich nichts dabei gedacht. Jeder hat ja geglaubt, die hätten Kohle kassiert dafür oder einen Satz Reifen oder was auch immer. Ja. Goodyear gut gemeint hat denen die Rennanzüge schnell geschneidert, damit das ein bisschen nach Racing-Atmosphäre aussieht, und die haben sich so vor die Kamera gestellt. Es gab einen riesen Eklat. Montags gab es eine Waldkonferenz und die Intendanten der ARD haben sich zusammengeschaltet. Der Danko hat mir mal gesagt, wir haben kurz vorm Ausschnitt gestanden. Das war dann das Resultat dieser wunderbaren Sportschau vom Nürburgring. Ich musste das einfach erzählen, weil diese Nummer war so gigantisch damals. Und da waren dann die ganzen Formel-1-Fahrer dann in der Sportschau. Das war unglaublich. Und die haben dann immer was dafür gekriegt. Sind alle einfach gekommen, fertig aus, weil sie eh schon da waren. Ja, geht heute alles nicht mehr in dieser Form. Nee, heute kostet es viel Geld. Das stimmt. So, dann gucken wir uns mal weiter an, was ich noch zu erzählen hätte. Da gab es dann, ja, wir haben ja eben über das Fahrerlager geredet. Und dann haben wir hier etwas ganz Besonderes. Das ist auch in die Geschichte der älteren Fahrerlager am Nürburgring eingegangen. Hier haben wir eine Bildfolge eines gigantischen Absturzes eines Renault 5 1983. Und was meinen Sie, wo der hingeflogen ist? Das letzte Bild unten zeigt ihn gelandet im Industriefahrerlager. Und da, wo der aufgeschlagen ist, standen Tische. Nein. 15 Minuten vorher noch der Renndienstbus von Matta gestanden. Das ist Wahnsinn. So. Und das ganze Industrielager war vorher noch voll. Und da das letzte Rennen war, sind die schon abgerückt. Ein unglaublicher Glücksfall. Unglaublich. Für Piloten ebenfalls. Es war der Robert Lünsmann aus Duisburg, der das mehr oder weniger ohne Verletzungen überlebt hat. Ein paar Schrammen, ein Schreck, ein Schock und das war's. Der kann man sich gar nicht vorstellen. Der hat 10 Dankesgebete gesprochen. Der hätte ja mausetot sein können. Ne? Ja, natürlich. Der ist da runtergeflogen. Zwar ist das die Schikane. Kurz praktisch vor Start und Ziel. Ich glaube, ich habe das hier nochmal besser. Kann man es nochmal besser sehen? Da, wo Sie den Pfeil sehen, links, den blauen ersten Pfeil, das ist die Absturzstelle. Da ist er geflogen. Okay. Da ist er über die Leitplanke drüber nach einer Kollision mit dem anderen oder er hat zu spät gebremst oder was auch immer. Ich weiß es nicht. Oder gibt es nichts mehr zu bremsen. Da wird nur noch beschleunigt. Jedenfalls ist er bis dahin geflogen. Dann ist er da runtergesaust. Und dann hat er da unten gelegen. Im Industrielager. Unglaublich. Und dass es davon die Fotoserie gibt, das ist ja auch schon so ein Zufall. Ne? So, diese Fotos sind übrigens gemacht worden von der Heide und dem Peter Nico, ein Fotostudio in Hennef. Das sage ich jetzt einfach mal dazu, weil Ehre wem Ehre gebührt. Ja, natürlich. Da haben wir richtig aufgepasst und die haben damals ja alles durchfotografiert, was Renault war und so auch diesen Absturz. Ja, der zweite Pfeil zeigt übrigens diese enge Durchfahrt vom damaligen alten Fahrerlager in das Industrielager. Das war die Durchfahrt, die wir vorher nicht sehen konnten. Die habe ich mal kenntlich gemacht. In diesem Industrielager da hinten hat sich ja nun wirklich alles abgespielt, was Service anging, Reifenreparatur, Tanken. Da war Aral gestanden, da hat Shell gestanden, da hat vor dem Aralbus der alte Inter-Elst gesessen und hat den jungen Mädels nachgeguckt. Ja. Und seine Frau daneben hat gesagt, die Jungen, lasse bleiben. Der Gerd Inter-Elst, das war ein sensationeller Typ. Gell? So, der war Renndienstleiter noch mit ungefähr 60, 70 Jahren, hat da gesessen, hat sich das alles in aller Ruhe angeguckt, hat die Jungs gefragt, und der gut bedient ist, Benzin in Ordnung, ja, und hat seine Leute gehabt, die da getankt haben. Der hat in seinem Stuhl gesessen, hat sich das alles angeguckt. Ein Mann von 1,55 Meter, ja, aber das Einzige, was ihn interessiert hat, waren die jungen Mädels, die da so vorbeigegangen sind. Und seine Frau hat ihn nicht alleine von der Leine gelassen. Die hat immer daneben gesessen. Ja, und da gibt es also aus diesem Industrielager gibt es natürlich herrliche Geschichten. Und dann gab es ein weiteres Tor hinten raus aus dem Industrielager. Dann sehen wir ja da hinten, ganz hinten noch weitere Plätze. Das waren dann die sogenannten Fahrerlager 1 und 2. Wer nämlich vorne voll war und im Industrielager auch nichts mehr ging, dann marschierten ganze Markencups, das komplette Starterfeld, Renault oder Polo oder was auch immer, in ein Fahrerlager dahinter. Das war dann jenseits der Straße, die nach Nürburg führt, kommend von dem heutigen Kreisel praktisch. Und wenn Sie dann
praktisch die erste da, Möglichkeit rechts nehmen, war schon, das ist heute ein Parkplatz. Das hat man wollte ich gerade sagen, oder Campingplätze oder was. Ne? Ja, ja, da hat man zum Fahrerlager gemacht damals, aus der Not heraus, weil nichts mehr unterzubringen war. Es brach ja aus den Nähten. Es gab dann auch noch ein Fahrerlager 3, irgendwo ganz in der Walachei, die wurden dann unter Polizeiführung dahin geführt, durch das Industrielager, durch das Hauptfahrerlager, durch das Tunnel nach oben. Ja, später haben sie dann eine Einfahrt gemacht für diese Fahrerlager, die da extern lagen, über Nürburg. Und da gibt es ja in Nürburg noch eine Einfahrt zum Nürburgring, in die Nordkehre. Ja, die neue jetzt, oder? Die neue die war damals nicht neu. Die war damals die gab es noch nicht, das stimmt. Ein Feldweg, der führte da hoch. Und über diesen Feldweg sind wir dann auf die Strecke geführt worden und kamen praktisch etwa da, wo der Pfeil ist, ein bisschen weiter vorne, kamen wir raus und haben uns dann aufgestellt. Also wir sind auch direkt auf die Strecke gefahren, kamen aber über einen direkten Zugang, wurde so ein Tor aufgesperrt, da hing so ein Kettenschloss davor. Und dann standen da 50 Renault 5 oder 50 Polo oder was weiß ich und die wurden dann alle da hinten rum reingeführt. Und dann ging es los. Ja. Die mussten nicht durch den schwarzen Tunnel, die haben es gut gehabt. Und aus dieser ganzen Not heraus, mit dem, hier haben wir erst nochmal den Blick ins moderne, alte, neue Fahrerlager. Ja, das ist das so alte Fahrerlager, wie wir es bisher besprochen haben, heute auf historisch zurechtgemacht. Allerdings noch mit den alten Boxen, die unter Denkmalschutz stehen, aber mit neuen Dächern. Also die Dächer oben haben es neu gemacht über den Boxen. Genau. Ansonsten wird das genutzt hauptsächlich für Catering beim Oldtimer Grand Prix, für Auktionen von teuren Rennwagen und für irgendwelche Events innerhalb dieses Gefierts da. Und da, wo der weiße Pfeil ist, da wäre dann wieder die Durchfahrt gewesen zum Industrielager. Da hat aber Industrielager und ganz oben am Rand, in der Mitte ungefähr, sieht man den Tunnel, den heutigen. Den gibt es nach wie vor, aber wie gesagt, jetzt doppelt so breit, hatten wir besprochen. Ja. Und als letztes Bild habe ich dann noch eine Geschichte, die muss erzählt werden, denn natürlich diese Enge damals in dem alten Fahrerlager hat uns alle viel Kopfzerbrechen bereitet. Vor allem, wie kommen wir an unser Auto und in unser Hotel? Wir haben ja damals in Pensionen gewohnt, bei der Frau Rieder in ein paar Kilometer weiter oder aber auch auf der anderen Seite irgendwo in der Pension in Niederbar oder auch beim Retterrad zum Beispiel, um das nicht zu vergessen. Oder in der Burg beim Daniels, da konntest du zu Fuß hingehen notfalls. Aber die weiteren Strecken, wie kommst du an dein Auto? Und dann kam ich irgendwann auf eine geniale Idee. Und zwar habe ich mir gesagt, ich kannte die Nürburgring-Leute alle sehr gut. Die haben mich auch immer umsonst um die Nordschleife fahren lassen. Die haben immer von mir was mitgebracht bekommen. Die haben ja damals noch an der Nordschleife gestanden und haben kassiert das Geld mit solchen Dingern, wie sie früher die Straßenbahn waren. Das hab ich sogar noch erlebt. Ja, wo die einzelnen Marktstücke rausgeknipst wurden, das war so eine komische Kasse, die sie umhängen hatten. Ja, das habe ich auch noch erlebt. Dahinter gesteckt, und dann habe ich immer gesagt, komm, ich habe keine Kohle, bin eine arme Sau. Und dann haben die gesagt, dann bin ich über die Nordschleife gedüst. Ich kannte die also. Und die waren alle Angestellte der Nürburgring GmbH. Dann habe ich zu einem gesagt, sag mal, wie ist denn das hier mit dem Haus A? Das war ja das Zentrum damals. In diesem Haus A, was wir hier sehen, war im Erdgeschoss die Pressestelle. Weiter hinten gab es ein Büro für den jeweiligen Organisator, AVD, ADAC. Da saß also in der Regel meistens der Organisationschef drin. Beim AVD war das der Herbert Wilhelm Schmitz. Beim ADAC war das der alte Heinemann und später der junge Heinemann. Und dann gab es im ersten Stock, und im zweiten Stock gab es sogenannte Personalzimmer für Kellner vom Sporthotel, Kellnerinnen vom Sporthotel, Angestellte der Nürburgring GmbH, die nicht im Umfeld gewohnt haben, sondern zugereist waren und abends bzw. am Wochenende dann nach Hause fuhren, weiter weg. Dann habe ich gesagt, sag mal, wie ist denn das, kann man dann nicht irgendwie mal an so ein Zimmer kommen? Das wäre mir schon ganz lieb. Ich würde da auch das ganze Jahr komplett mieten. Und also lange Rede, kurzer Sinn, wir haben uns auf 500 Mark geeinigt, glaube ich, waren es 300 oder 500, ich glaube, es waren 500 Mark, die er bekommen hat, schwarz. Er hat in den Tasche gesteckt und hat gesagt, du, und das Zimmer kriegst du da, das ist ein Dreibettzimmer. Da, wo der Pfeil hinschaut, das war unser einziges Fenster, was wir hatten. Ja, und zwar war das ein Dreibettzimmer, du kamst rein und hattest zwei Betten und noch ein Durchgang nach hinten in Richtung dieses Fensters war noch ein Bett gestanden. Und nun haben wir da
2 Jahre lang eigentlich ein Paradies erlebt. Vor allem hat mein Freund Mike Kanefuß, damals Sportchef, natürlich die Gelegenheit am Schopf gebracht und hat gesagt, du, ich habe dir schon so viele Gefallen getan, du kannst mich eigentlich bei dir übernachten lassen. Dann sind wir alle sorgenlos. Auto stand um die Ecke, konnte stehen bleiben, wir hatten mit nichts mehr am Hut, alles zu Fuß und natürlich Komfort, Katastrophe. Gell? Klo auf dem Gang, Bad und Dusche auf dem Gang, das musste dann alles immer, musste gucken, dass es frei ist gerade, bist du irgendjemand entgegengelaufen, der war halb nackt und lauter solche Geschichten. Ja, aber natürlich wurde dieses Zimmer, dieses Dreibettzimmer auch immer häufiger dann missbraucht. Dahingehend, dass zum Beispiel mein Freund Mike oder auch dessen Kumpel Jupp Kerkering oder auch wer immer sonst nach dem Schlüssel fragte. Unter der Woche. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Doch. Abgesehen davon, dass es da immer auch lautstarke Partys gab und Geschrei und Gejohle und dies und das und jenes. Und das ist dem Nürburgring-Direktor Dr. Ludemann zu Ohren gekommen. Irgendwann. Dann hat er mich zur Rede gebracht. Erstmal hat er gesagt, wer wohnt in diesem Zimmer? Dann haben die alle rumgedruckst und dann irgendwann ist der Name Braunhalt gefallen. Und dann musste ich zum großen Dr. Ludemann, der ja da hinter seinem Schreibtisch saß mit einem Mittelscheitel noch. Genau in der Mitte. Aber das war ein Mann, der sehr viel Respekt verbreitet hat und ich habe auch schwer das Hosenflattern gehabt, als ich zu ihm rein musste. Und dann sagte, was geht eigentlich hier vor? Wie kommen Sie denn zu diesem Zimmer? Jetzt konnte ich ja den Nürburgring-Mitarbeiter nicht anhängen und den da namhaft machen. Da habe ich gesagt, ja, es ist so, dass mir ein Herr, der mir nicht näher bekannt ist, angeboten hat, wohl wissend um meine Not mit kurzen Wegen und so, dass ich da ein Zimmer mieten könne. Und ich bin davon ausgegangen, dass der Mietpreis der Nürburgring GmbH zugeführt wird. Ja, wer war denn das? Dann sage ich, ich kann es Ihnen nicht sagen, ich weiß es nicht. Da werden Sie ihn wiedererkennen, nee, ganz sicher nicht. Und so ging das also hin und her. Und da hat er gesagt, wissen Sie was, Sie sind hier nicht kooperativ. Sie legen sofort diesen Zimmerschlüssel hier auf den Tisch. Und das Verhältnis ist mit sofortiger Wirkung gekündigt. Da war der Spaß vorbei. Später haben sie den Kerl noch dingfest gemacht. Leider, leider. Oh. Große Schwierigkeiten bereitet. Ich ja, das glaube, denke ich. Das Ganze hat erst mit einer Abmahnung und danach auch noch mit einer mit einem strengen Verweis oder gar Entlassung geendet. Ich weiß es nicht. Es tut mir nur sehr leid, dass der arme Kerl da hat noch so drunter leiden müssen. Ich habe ihn nicht verraten, aber die sind dann wohl selbst dahinter gekommen. Oder einer der Besitzer oder Inhaber oder Bewohner der Personalzimmer hat ihn verraten. Ist durchaus denkbar. Gut, wie auch immer, natürlich war das ein Paradies da oben, da wohnten die ganzen Mädels vom Sporthotel, die da bedient haben. Ne? Und die hatten ja nichts zu tun am Abend. Es war ja dann, als die Gäste weg waren, war ja Langeweile angesagt. Ne? Und ja. Dann habe ich ständig Besuch da oben gehabt. Nicht von den Mädels, aber von anderen Freunden. Und die sind dann da ausgeschwärmt. Ne? Also mehr muss ich nicht sagen. Meine Frau... Den Podcast dürfen wir hier nicht vorführen. Gell? Nein, nein, also wir sperren YouTube. Ich war nur Mieter, ich muss das klarstellen. Ich war nur Mieter dieses Raums und habe den Dingen ihren Lauf gelassen, sagen wir mal so. Ich selbst aber habe mich immer zurückgezogen, nicht, weil ich kann mir das ja nicht leisten. Es geht weg. Nein, das hätte auch keiner erwartet. Gut, also so. Das ist die Episode ums Haus A, über die heute noch gerne geredet wird, wenn ich meine alten Kumpels treffe. Dann sage ich mir, weißt du noch, da oben dieses kleine Fenster, da haben wir morgens um 6 schon rausgeguckt und haben gesehen, wer sich an der Pressestelle alles angestellt hat und haben da schon mal ein bisschen Wasser runtergekippt und so auf die Kollegen, die da in langer Schlange da unten standen, weil da mussten ja deine Ausweise abholen da, ne, da unten. Ja, ja genau, gegenüber, ja. Auch so ein Original, ne, vom Nürburgring. Da hat sicher der Retterat auch was dazu zu erzählen noch zum Lucky Scheuer gehabt. Nee, haben wir nicht drüber gesprochen. Ja, schade eigentlich. Über den Lucky müssten wir auch mal extra was machen. Aber auch so ein Faktotum am Nürburgring, so ein Stück. Also ich glaube, am Nürburgring gibt es eh noch viele Geschichten, da müsste man eh noch viel mehr drüber machen. Ne? Gut, also dieses Haus A, wie gesagt, es ist mir sehr ans Herz gewachsen, steht auch unter Denkmalschutz. Gegenüber übrigens war das Haus B. Und da saß der Ludemann mit seiner ganzen Verwaltungscrew. Das war im Prinzip das Verwaltungsgebäude. Du hast diesen Einfahrtsschlauch da gehabt. Ich habe das irgendwann fotografiert, in den, ja, irgendwann 2002, 2003. Das sieht schon sehr modern aus, das Auto. Was mit dem X5, ja, ja, genau. Ja, und gegenüber, wie gesagt, das steht auch noch. Und auf der anderen Straßenseite war die Polizeieinsatzleitung. Das war auch so ein baufälliges Ding.
gegenüber der Bundesstraße, praktisch aus der Ausfahrt raus, über die Straße rüber, Polizei. Da ist jetzt so ein Sparkassenautomat immer, glaube ich, gewesen. Ne? Da ist jetzt so eine Sparkasse, glaube ich, mal zwischendurch gewesen, oder? Also das war mal die Polizei. Das Mögliche. Also jedenfalls, damals hat die Polizei da residiert und der Obermeister, Polizeiobermeister Kempenich, war da der große der hat nun alle Rennfahrer sehr geliebt und war sehr human und hat kaum Protokolle verteilt. Und kam auch immer mal abends in die Pisten klauen und hat gesagt, Männer, wer getrunken hat, aufgepasst, vorne steht der Alkoholkontrolle. Ja, das wusste der alles. Das war ein Freund der Rennfahrer, der Kempenich. Ein sehr gebildeter älterer Herr, als der abgedankt hat, in Pension gegangen ist. Da war große Trauer am Nürburgring, weil dann wehte da ein anderer Wind. Da kam da so ein Junger, direkt von der Polizeischule, Frischkommissar. Der hat da erstmal als allererste Amtshandlung am ersten Tag seines Neubeginns hat er Radarkontrolle auf der Bundesstraße aufgestellt. Ja, servus, toll. Das geht schön. Überhaupt nicht, gell? Da war großes Geschrei. Der Lucky Scheuer hat in der Rheinzeitung eine Riesengeschichte geschrieben, hat den gleich rund gemacht und hat ihn gleich mal Gary Cooper genannt. 12 Uhr mittags. Es ist unglaublich, man kann ja endlos weitererzählen. Aber wir wollen es damit bewenden lassen, mit einem letzten Blick auf dieses Haus A, das unglaublich viele gute Geschichten geschrieben hat. Nicht nur das, was ich erzählt habe, sondern auch das, was sich da unten abgespielt hat. Da unten saß der alte Schmitz drin beim Großen Preis von Deutschland. Das erzähle ich noch zum Schluss. Der hat ja ein Organisationsbüro gehabt, der Herbert Wilhelm Schmitz, vor dem hatten sie alle Angst. Dann hat er sich die Leute einzeln einbestellt und kommen lassen, hat denen erstmal das Wort zum Wochenende gesprochen. Das war ja eine wilde Zeit, wo auch Formel 2 und Formel 1 praktisch ständig zusammengefahren wurde und wer Formel 1 fuhr, fuhr Formel 2 und umgekehrt. Dann hat er so ein paar Spezialisten auf dem Schirm gehabt, den Jean-Pierre Beltoise, den Clay Regazzoni. Und der dritte, ich weiß gar nicht, wer der dritte war, also drei Mann hat er sich kommen lassen. Aber Regazzoni und Beltoise waren seine speziellen Freunde. Und den Johnny Servo Gabon. So, und den Beltoise, um ihn zu ärgern, hat er ihn immer begrüßt, Herr Beltoise, setzen Sie sich bitte hin, auf Deutsch. Der konnte aber perfekt Französisch, der Schmitz. Gell? So, okay. Herr Beltoise, setzen Sie sich bitte hin. Das spielte sich alles da unten im Erdgeschoss ab. Ne? Und dann hat er da wie ein armer Sünder gesessen und hat gesagt, das kann ich Ihnen sagen. Wenn Sie sich hier schlecht benehmen, dann können Sie nach dem Training einpacken, dann fahren Sie bei mir nicht. So, jetzt können Sie gehen. Der Nächste bitte. Herr Regazzoni, bitte Platz nehmen. So, und dann muss Herr Chapman antreten bei ihm. Colin Chapman. Sagt der Schmitz zu ihm, lieber Herr Chapman, mit dem hat er Englisch geredet, ich habe durch meine Kommissare feststellen lassen, dass Ihre Aufhängungen für den Nürburgring ungeeignet sind. Ihre Radaufhängungen. Zu leicht. Wenn Sie die nicht ändern, fahren Sie hier nicht. Herr Chapman hat gedacht, das gibt es nicht. Und hat ihn beschimpft, spontan als Ferrari-Knecht. Nach dem Motto, der will uns hier nach Hause schicken, damit Ferrari gewinnt. Wahrscheinlich was dran. So, und dann hat der Chapman tatsächlich umgebaut. Echt? Okay. Wer dem Schmitz in die Hände gefallen ist, der hatte nichts zu lachen. Das kann ich Ihnen sagen. Da gibt es auch herrliche Geschichten, die jetzt nicht hier hinpassen, aber die müssen auch irgendwann mal erzählt werden, was ich mit Herbert Wilhelm Schmitz alles erlebt habe. Ist unglaublich. Und warum weiß ich das so genau? Weil er eine Art Ziehvater für mich war. Er hat sich sehr früh schon um mich gekümmert und hat gesagt, da wächst ein junger Reporter und Journalist heran, um den müssen wir uns ein bisschen kümmern und die Hand drüber halten. Der hat mich früh auf meine Fehler aufmerksam gemacht. Der hat mich ins Senkel gestellt nach Strich und Faden. Der hat mir die erste Möglichkeit der Reportage gegeben am Nürburgring. Da durfte ich ein Tourenwagenrennen im Rahmen des Großen Preises kommentieren, 1964 schon. Das war ein Mann, der mir sehr geholfen hat. Und der mir immer die Wahrheit gesagt hat, der aber gnadenlos war mit allen anderen. Irgendwann machen wir das mal. Jetzt lassen wir es gut sein. Gerne. Letzter okay. Blick. Tschüss, tschüss. Das war's. Herr Braun, vielen Dank. Und nächstes Mal ein ganz tolles Thema, freue ich mich ganz besonders drauf. Das habe ich geliebt in Ihrem Buch, Arcus Air. Okay? Ja, ach Gott, die Schüttel Luftreisen des Herrn Masing und seiner Rennfahrerkundschaft. Unglaublich. In der nächsten Folge. Reden wir drüber, aber eine Sache können wir vorwegnehmen, Sie haben die Flüge überlebt. Das freut mich am allermeisten. Es haben alle überlebt. Es gab allerdings einen Flug, den hätte fast niemand überlebt, über den wird zu reden sein. Und da reden wir nächstes Mal drüber. Also, bis dann, Herr Braun, bleiben Sie gesund, steigen Sie in kein Flugzeug, die Gefahr besteht ja momentan eh nicht und grüßen Sie Ihre Frau. In diesem Leben fliege ich nicht mehr. Ich habe sowieso immer Flugangst gehabt. Ich weiß auch nicht, wie ich dazu gekommen bin, bei dem einzusteigen, aber manchmal ging es halt nicht anders. Okay, machen Sie es gut, bleiben Sie gesund. Bis dann. Schönen Tag noch, gell? Ciao. Tschüss, ciao.